Hi meine Lieben! Ja, heute habe ich wieder ein aufgebraucht Review-Video für euch. Also damit ihr auch wisst, sind die Produkte gut, würde ich sie nochmal nachkaufen oder auch nicht, gibt es Alternativen. Und ich hebe jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so viele Sachen auf. Also wirklich nur Sachen, wo ich finde, das ist auch wert, euch nochmal zu zeigen, weil es gibt Produkte, die braucht man eigentlich immer auf. Also ich zum Beispiel, immer die gleichen Mascaras, immer die gleichen Deos und so, je nachdem möchte ich das nicht mehr in so einem Aufgebraucht-Video zeigen, weil ihr das schon so oft gesehen habt, wenn ihr schon länger meinen Kanal kennt. Und ja, deswegen werde ich nur seltener zeigen und mehr Produkte, die es auch auf jeden Fall noch gibt, also aktuelle Sachen. Und dann hoffe ich, dass ihr viel Spaß dabei habt. Ich bewahre ja meine Sachen, wie so oft, in dieser Rituals-Tüte auf. Und dann beginnen wir auch mal gleich mit Rituals-Produkten. Hier zum Beispiel habe ich einmal diese Body Butter. Ich liebe, liebe, liebe ja Rituals. Das habe ich auch schon häufig betont. Und es hört nicht auf. Ich kriege von diesen Düften einfach nie genug. Zum einen ist es hier diese weiß-grünliche Serie. Das ist die Magic Touch Body Lotion. Und die ist richtig toll. Also die ist so ein Allrounder. Ich glaube, die ist auch mit am beliebtesten in diesen ganzen Ritual Shops. Denn die wird einem immer als Favorit des Jahres angepriesen. Und jeder Verkäufer weist immer auf diese hin. Und die ist auch einfach toll. Also wenn ihr ein bisschen eine edlere Body Lotion auch jemandem vielleicht schenken wollt oder euch mal selber gönnen wollt, dann probiert die hier. Die ist einfach wirklich ein Traum. Also kann ich euch sehr empfehlen und muss ich mir demnächst auch nachkaufen oder vielleicht mal den nächsten Geburtstag wünschen oder so. Super, super tolles Produkt einfach und ist auch wunderbar, vor allem für die Beine liebe ich die, weil die einfach so schöne, glatte, geschmeidige Beine macht und eben diese trockene Haut sehr, sehr gut zurücknimmt. Und dann habe ich noch eine Body Butter von Rituals aufgebraucht. Einmal diese Honey Touch. Die ist auch sehr beliebt. Wobei ich sagen würde, die ist ein bisschen spezieller vom Duft und sie hat auch nichts mit Honig zu tun, weil viele denken bei Honey Touch, die riecht nach Honig. Die riecht überhaupt nicht nach Honig und ich weiß gar nicht, warum die überhaupt so heißt. Das ist so, ja, da steht Indian Rose and Himalaya Honey. Ist aber total schwer auch zu beschreiben. Hat einen speziellen, leicht orientalischen Touch, aber sehr, sehr angenehm und ist so auch meine allerliebste Serie. Also diese zwei würde ich so ziemlich jedem empfehlen und der es ein bisschen dezenter mag, würde ich diese hier empfehlen und der ein bisschen auf Parfüm mal einen Tag und so verzichten möchte, dann kann man die nehmen, weil die sehr intensiv auch duftet und die ist auch sehr, sehr gut und jetzt sind eben beide leer, aber ich musste sie jetzt auch leer machen, weil ich ziemlich sparsam bin mit Produkten, die ich sehr gerne habe, aber eigentlich ist das Quatsch, weil irgendwann werden sie auch mal schlecht und die hatten es jetzt echt nötig aufgebraucht zu werden, weil sie schon so von der Konsistenz ein bisschen härter wurden, als sie eigentlich sind. Und dann ist es Verreiben auf den Beinen und so ein bisschen schwieriger. Musste ich teilweise schon mit Kokosöl nachhelfen. Deswegen mussten die jetzt auch leer werden. Aber ich brauche die wieder. Also definitiv kaufe ich mir die oder lasse sie mir irgendwie schenken. Dann habe ich hier von Balea Luxury aus dieser relativ neuen Duschserie die Verwöhndusche Golden Glamour gekauft und aufgebraucht. Die ist mit Patchouli und Vanille und ich bin ja so ein Vanille-Fan. Und die war richtig gut. Aber es gibt auch noch diese dunkle rote Variante davon. Und ich muss sagen, die gefällt mir noch ein bisschen besser. Da habe ich auch noch ein bisschen was im Bad davon und die habe ich jetzt mittlerweile schon aufgebraucht. Aber ich muss sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich diese dunkelrote Variante nehmen. Aber so im Großen und Ganzen ist die super, weil es ist einfach golden. Vielleicht seht ihr das hier noch so ein bisschen. Und auf dem Körper und überall ist es eben so golden. Und das sieht schon toll aus und es riecht auch gut. Aber wie gesagt, die rote Variante gefällt mir noch ein bisschen besser. Dann habe ich hier einmal von Revlon dieses Unique One Hair Treatment, was einfach so ein Rundumpaket für alles ist. Und ich liebe dieses Produkt. Das wurde mir einmal von dem Hair Shop Liboté zugeschickt. Und seitdem bin ich so verliebt in das und habe es mir danach selber nochmal in so einer größeren Variante nachgekauft. Das hier hat nur 9 ml und ich glaube, ich habe es mir in 150 oder 125 ml nachgekauft. Und gebe das immer nach dem Haarewaschen noch ins Haar, also auch ins nasse Haar. Das hat einen Hitzeschutz, das hat einen Anti-Frizz-Schutz. Danach glänzen die Haare super schön, sind geschmeidig und ja, es hat Silikone drin, aber das ist somit das einzige Produkt, was ich gerne benutze, was Silikone hat. Und da denke ich mir, komm, das macht jetzt auch nicht so viel aus, wenn ich es da vorher schon gepflegt habe mit vielen anderen Produkten und dann eins habe mit Silikonen, das ist jetzt nicht so schlimm und dramatisch und es kommt ja auf jeden Fall nicht auf die Kopfhaut, was mir sehr wichtig ist. Und das hier kann ich euch sehr empfehlen, das kriegt ihr leider nicht in der Drogerie und bei Douglas habe ich es auch noch nicht gesehen. Revlon ist eh nicht so sehr vertreten hier, das gab es mal, aber dann wieder auch nicht und man kriegt sehr schlecht. Also wenn, dann kann ich euch Liboté sehr ans Herz legen. Die verkaufen das auch nochmal ein bisschen günstiger. Die haben immer viele Rabatte
Und ja, ist so mein kleines Haarwunder. Ich liebe dieses Zeug und es riecht auch sehr, sehr gut. Dann habe ich hier von Rexona das Shower Fresh Deo. Und ich muss leider sagen, das ist der Mega-Flop überhaupt. Also es stinkt, muss man wirklich schon sagen. Es stinkt frisch. Eine ganz komische Kombi, weil es so penetrant riecht, als hättet ihr in Weichspüler gebadet, aber viel zu viel. Als wäre das richtig chemielastig und das erfüllt dieses total. Das ist so extrem, dass mir davon teilweise wirklich schon schlecht geworden ist und ich Kopfschmerzen bekommen habe. Und ich bin echt kein empfindlicher Mensch bei Düften, aber das hier ist wirklich so Atemnot. Also absolutes No-Go. Kann ich euch überhaupt nicht empfehlen, diese hier Shower Fresh Variante mit diesem blauen Zeug hier. Es gibt andere, die riechen ganz gut, aber das hier ist wirklich mein No-Go. Dann habe ich hier nochmal zwei Deos, die absolut gleich sind. Nur einmal in dieser Roll-On-Variante und einmal in dieser Spray-Variante. Und das ist für mich so ein absoluter Unterschied. Von diesem Spray habe ich so schnell irgendwie die Nase voll. Ich kann das dann nicht mehr riechen, weil sich der Duft anders entwickelt, habe ich so das Gefühl. Und das hier mag ich sehr viel lieber und habe ich auch gefühlt irgendwie immer im Bad stehen. Und ja, habe es auch vor, mir immer wieder nachzukaufen. Und dann habe ich einmal von Garnier dieses beliebte Micellenwasser. Und ich muss sagen, ich finde das nicht so gut. Ich habe irgendwie so die Meinung, dass es meine Haut verschlechtert hat, dass es so eine Art Unterlagerung an meiner Haut gemacht hat. Und am Anfang habe ich es gut vertragen, aber so nach dem ersten Drittel, nachdem es weg war und ich es abends immer abgenommen habe, also mein Make-up damit abgenommen habe und dann nochmal, auch wenn das Gesicht schon gereinigt war, nochmal damit drüber bin, damit auch wirklich der letzte Rest rauskommt. Ich weiß nicht, ab da fing es an, dass meine Haut ganz komisch wurde und ich habe es weiter benutzt und es wurde nicht besser und sonst habe ich nichts verändert. Deswegen, ja, ich fand es nicht gut. Und es hat meine wasserfeste Mascara auch nicht runtergebracht. Also ganz viele haben gesagt, das hilft auch bei wasserfester Mascara, aber das war bei mir nicht der Fall. Die wurde dann so klebrig und also so hat die Wimpern verklebt und ganz, ganz seltsam. Und ich kann es euch leider nicht empfehlen. Also mir hat es nichts Gutes getan und ich weiß nicht, ich würde es nicht mehr nachkaufen und hoffe sehr, dass Balea bald dieses Micellenwasser rausbringt, weil ich schon vor Wochen gesehen habe, sie bringen eins raus, aber irgendwie kommt es nicht. Also vielleicht ist da nochmal was gewesen und sie müssen es überarbeiten, keine Ahnung. Aber darauf bin ich schon mal sehr gespannt und werde mir als nächstes dann das von Balea kaufen und hoffe, dass es viel besser ist wie dieses hier. Dann habe ich hier ein Beauty-Produkt aufgebraucht und zwar diesen Blush hier von Catrice, der Defining Blush in der Farbe 080 Sunrose Avenue. Mein All-Time-Favorite Everyday. Also ich trage ihn wirklich so gut wie jeden Tag auf meinen Wangen. Ich habe ihn auch heute wieder drauf. Ich weiß nur nicht, wie gut man ihn jetzt sieht, weil die Kamera immer ein bisschen Farbe schluckt. Aber der hat auch so einen schönen Schimmer mit drin, ohne dass es zu viel ist. Und ich erspare mir einfach einen Highlighter damit. Und es hat eine so schöne Rosé-Farbe, die einfach nicht zu viel ist. Man kann fast nicht zu viel davon auftragen. Also man hat so ein richtig schönes, gleichmäßiges Ergebnis damit und er ist nicht zu schier und nicht zu extrem und oh, große, große Liebe und ich habe ihn leer gemacht und wenn ihr selber Rouge benutzt, dann wisst ihr vielleicht, wie lange es dauern kann, bis man so ein Produkt leer hat, weil man wirklich nicht so viel braucht. Und ich habe ihn leer bekommen und ich habe mir schon einen neuen angefangen davon und ich liebe den. Also Catrice, lasst ihn bitte im Sortiment und bis jetzt hat er jede Umstellung überlebt und ist immer drin geblieben und Gott sei Dank, ich liebe ihn sehr und würde mir den immer wieder nachkaufen. Also wenn ihr auf der Suche nach einem perfekten Blush seid, sucht euch mal diesen hier raus, der ist richtig toll. Dann habe ich wie so oft auch wieder eine Heilerde-Maske aufgebraucht, das ist nur eine von vielen, die ich immer wieder aufbrauche. Ich schwöre auf diese Luvos Heilerde-Masken einfach. Die sind so super. Die gebt ihr einfach auf das gewaschene, gereinigte Gesicht auf. Lasst die so eine Viertelstunde einziehen. Dann wird die so hart und so ein bisschen komisch auf der Haut. Und dann spült ihr die mit warmem Wasser runter. Und eure Haut wird sich davon so beruhigen. Und ja, ist einfach so viel besser. Und die muss ich mir jetzt unbedingt wieder nachkaufen. Ich habe die auch schon gut aufgebraucht. Also ich schneide die dann immer auf und hole alles raus, was geht. Und ich finde die einfach richtig klasse. Also die kann ich euch sehr empfehlen. Kaufe ich, wie gesagt, immer wieder nach. Und dann kommen wir zum allerletzten Produkt. Und das ist von Balea aus dieser dunklen Haarserie. Ich liebe ja diese Oil Repair Serie davon. Das ist das Shampoo und der Conditioner. Die sind beide echt toll. Und die kosten so wenig und bringen so viel Glanz und Geschmeidigkeit ins Haar. Und sind ohne Silikone. Also wenn ich die ganzen Sachen von L'Oreal Expert nicht hätte, würde ich immer wieder bei Balea vorbeischauen, beziehungsweise diese ganz dunkle Serie einfach. Die ist einfach mitunter am besten und ab und zu benutze ich die auch nochmal zwischendurch. Und das ist jetzt diese Expresskur, diese ganz kleine Tube, die man ab und zu mal so verwenden kann, eben als Kur.
und die liebe ich auch. Also diese ganze dunkle Serie davon ist einfach ein Riesenfavorit und habe ich ewig lang genutzt und bin nach wie vor begeistert davon. Und ja, kann ich euch sehr empfehlen. Auch diese kleine Haarkur ist einfach ein Traum und so günstig und bringt so viel für die Haare. Ihr werdet sofort einen Unterschied merken und ja, bin ich begeistert von. Ja, das war's so mit meinem Aufgebraucht-Review-Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!